Wenn ihr nicht still seid, kann ich nicht anfangen, ist klar, oder? Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich noch viel mehr, dass ihr hier seid. Vielen Dank dafür. Super, danke. Ich bin Susanne. Ich bin 43. Und ich bin Single. Da geht noch was. Wer von euch ist ebenfalls Single? Bitte mal Handzeichen. So wenige? Wer wäre gern wieder Single? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Da frage ich mich, wäre es nicht sinnvoller, wenn sich alle 22 Minuten 2 Singles verlieben und bestenfalls ineinander? Und ich frage mich auch, woher weiß Parship das überhaupt? Gibt es da so einen Verliebt-Button, den man drücken muss und dann sitzt da einer und freut sich, oh, wieder ein für die Statistik oder wie geht das? Kann mir da nicht so viel drunter vorstellen. Wenn es eins gibt, was ich noch faszinierender finde als das Internet, dann sind das Menschen und ihre Ecken und Kanten. Und um jemanden zu finden, der mit meinen Ecken und Kanten kompatibel ist, habe ich mal eine Anzeige aufgegeben. So ist es. Kurz zusammengefasst, ich schrieb also, tolle Frau sucht tollen Mann, verbales Ping-Pong erwünscht, gelegentliche Schmetterbälle willkommen. Da ist alles möglich, ne? Und so war es auch. Auf dieser Annonce habe ich 30 Zuschriften bekommen, ein paar mehr. Einer schrieb sehr ausführlich, er würde sehr gerne Schuhe mit mir kaufen gehen. High Heels. Ob für seine Füße oder für meine, wir werden es nie erfahren. Als einer der ersten kam ein Brief von Alfred. Cooler Name, oder? Alfred schrieb mir eine halbe Seite Maschinen getippt und er siezte mich. Und er fügte einen Lebenslauf bei, wie bei einer Bewerbung. Ich schwöre, das ist so gewesen. Er schrieb, ich könnte ihr Großvater sein, aber sollte es zum Sex kommen, ist es auch nicht weiter schlimm. Seinem Lebenslauf entnahm ich dann, geboren 1928. Und der zarte Hinweis, dass er in den 1960er Jahren, als ich noch nicht geboren war, für 4 Jahre im Gefängnis saß. Ne? Genau. Natürlich wollte ich ihn sofort anrufen und zu einem Vorstellungsgespräch einladen, aber ich hatte dann so ein bisschen Angst, dass, wenn ich ihn anrufe, er vielleicht schon tot ist und ihn das gar nicht erreicht. Ne? Dann kam Jens. Cool. Jens schrieb mir 3 krakelig hingeschmierte, handgeschriebene Seiten und bezeichnete sich selbst als Junggesellen mit Frauenerfahrung. Ich fand's cool, er hatte schon mal eine im Bett, was will man mehr, ne? Jens war sicherlich kein Poet, aber ihm wohnte viel Weisheit inne, die er gern mit mir teilte. 3 Seiten lang schrieb er also über seine Krankheiten und über den Speiseplan seines Lieblingsimbisses mit allen Details. Also ein Gericht kostete unter 3,90 Euro, das war ihm wichtig zu betonen. Die meisten Preise lagen so zwischen 2,20 und 2,40 und das konstant seit Jahren. Ich wusste nicht, wie ich ohne diese Information weiterleben konnte. Er mündete dann in einer wahren Weisheit, die ich bis heute im Herzen trage. Sie lautet, mittwochs
ist Suppentag. Das ist wirklich passiert. Ich kann euch den Brief zeigen. Heute ist Mittwoch. Wir wissen, wo Jens heute war. Und dann kam Manfred. Manfred hatte alles, was Frau sich wünschen konnte. Er war durchtrainiert. Ein gestählter Körper. Er war braun gebrannt. Er war naturverbunden, intelligent und romantisch. Das behauptete er zumindest von sich. Und er meinte es ernst. Er schrieb, du hast mein Foto gesehen. Ich meine es ernst, worauf wartest du? Ja, der war echt der Hammer. Aber was für einer. Und genau der war auch auf seinem Foto. Von hinten aufgenommen, nach vorne gebeugt, breitbeinig, vor der Schlafzimmertapete. Ein Blick auf sein Gemächt. Sag mal, wann ist das eigentlich außer Mode geraten, dass man Porträtfotos verschickt? Kann mir das einer erzählen? Ich bin ja alt, ich weiß sowas nicht, ne? Gestern habe ich dann eine Annonce entdeckt, da habe ich gedacht, der passt. Da schreibe ich mal hin. Der hatte alles, was man sich wünschen kann. Der war berühmt, Bart, Wintersport, passte total gut. Er sagte, Weihnachtsmann sucht seinen Engel mit großen Christbaumkugeln für gelegentliche Schlittenfahrten und nicht ganz so stille Nächte. Wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Dankeschön.